Guten Morgen, Mallorca. Ja, da bin ich mal wieder. Schaut euch mal an, wie ruhig das hier ist. Ja, kaum ist das Ende der Saison eingeläutet, dann wird es hier ruhig in Pagera. Dieses Jahr gespenstisch ruhig. Also viele haben sich ja noch getraut, eine Saison zu starten. Doch, lief eigentlich nicht schlecht, aber irgendwann war das Versprechen von den Hotels da. Wir lassen auch noch im November auf, aber es war nur ein Versprechen. Und dann, ja, was war dann? Da haben sie doch alle zugemacht. Und so ist es dann für die Restaurants auch. Die haben gedacht, naja, vielleicht wird es noch was mit dem November, aber ist nicht. Und dann ging das Ratzefatze. Dann hat Holger seinen letzten Tag gemacht. Das ist hier bei Holger und Juliette. Da seht ihr das. Und hier ist das Krümelstadel, die haben dann auch Saisonende gemacht. Da ist jetzt schon abgehangen. Das Schwarzwaldcafé ist auch zu. Also da geht auch nichts mehr. Nichts da mehr mit Erdbeerkuchen und Co. Und ja, und das Kartoffelhaus auch. Im Moment regnet es, ihr seht es ja. ja, aber das ist eben halt das Wetter. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen wie letztes Jahr hatten wir ein bisschen mehr Regen im Oktober. Dafür hatten wir dieses Jahr keinen Regen im Oktober. Jetzt haben wir Regen im November. Und damit wieder für euch die Frage, wann soll man Urlaub machen, wenn man kann. Und dann irgendwas wird sich dann schon finden, wie und wann man dann Urlaub machen kann. Also, das für euch soweit. Und ja, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Ach so, nicht vergessen. 11.11. ist ja morgen. Da gibt es bei Hanne den Film zu sehen, Nichts für Lau. Und zwar, oder nix für lau, wie man es auch auf Kölsch sagt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der Kinofilm von Brings. Es ist jetzt hier wirklich die südlichste Kneipe, in der der Film gezeigt wird. In Köln kann man ihn unter anderem im Schokoladenmuseum im Moment sehen. Und soll also den Gastwirten so ein bisschen unter die Arme greifen. Ich hoffe, ihr seid morgen dabei. Und ich hoffe auch, dass es morgen wieder besseres Wetter ist. Weiß man ja auf Mallorca nie. Also, bestimmt. Die Sonnenschirme sind übrigens abgebaut, aber da haben ja andere schon drüber berichtet. Brauche ich gar nicht mehr. So, ich gehe die Brille putzen und auf zur Arbeit. Tschüss.